Aber du hast einen saftig, knaftigen Schottel-Ingwer-Schuss, ja. Hä? Was tun sie? An der Treffsicherheit arbeiten wir noch ein bisschen. So ein Fass ist genau die Menge, die man so pro Tag trinken sollte, empfehle ich als Gesundheitsexperte. Servus, moin moin und hallo bei der zweiten Folge Let's Play Empire of Sins. Ja, wir befinden uns immer noch im Tutorial. Das geht anscheinend länger wie gedacht, aber ich glaube, das ist ganz gut so, weil ich habe gestern auch ein bisschen rumprobiert und normal spielen mit einem anderen Charakter angefangen und das ist doch ganz schön heavy. Deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass wir jetzt noch das Tutorial weiterspielen und ist natürlich auch schon Gameplay. Also in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Also der eine hat sich ja beschwert, der von den Meatpackers, der Cowboy. Nun, wo sie hier sind, klicken sie auf Ronnys Unterschlupf und wählen sie Gespräch beginnen. Also, wir sind doch richtig, genau, wir müssen mit diesem Boy hier reden von den Meatpackers, weil der hat anscheinend ein kleines Problem mit uns. Wir haben jetzt einfach mal hier diese Menschen eingekreist, aber wir beginnen mit dem Gespräch. Frank Reagan, it's been a while. I hope there would be a while longer. Und ich hätte gehofft, sie wären inzwischen längst tot. Leider kein Glück gehabt. Lassen wir den Scheiß, Ronny. Das finde ich lustig. I hope you'd have dropped dead by now. No such luck. Real funny, Reagan. You leave my rackets now. We can still square this up. You don't? Well, you won't be laughing much longer. Ja, komm. Jetzt sind wir mal nicht so, oder hier? Das hier mich jetzt schon. How are you gonna make me? I'm asking now. Civilized. But things can get very unfucking civilized very fucking fast. Er ist aber ganz schön oft fucking, sagt der Cowboy. Du, holala, da ist wohl jemand etwas sauer. Na, weil sie so nett drum bitten, sage ich ihnen auch ganz nett, ficken sie sich ins Knie. Waffe ziehen, verdammt, und so ist mein zweiter Vorname. Lul, ich will das erste. So I'll tell you nice. Go fuck yourself. I won't waste any more time talking with dead men. Goodbye, Frank. I was getting sick of talking too. Da will wohl wieder jemand aufs Maul. Boss battle in the literal sense. To win at this game, you need to be the last one standing. Take Ronnie out. Empire is all yours. Ich muss der letzte Überlebende sein. Okay, wir haben hier eins. Gegner, zwei, drei Gegner. Easy going. Okay, wir haben hier einen Ronnie himself. Ich würde sagen, machen wir erstmal seine Lakaien weg, oder? Wenn wir jetzt da gleich mal rüber. Geht das? Ne, für den Home Run sind wir noch zu weit weg. Aber ich würde trotz allem erstmal gerne aus seinem Sichtfeld kommen. Vielleicht sogar in den anderen Raum rüber, oder? Ja, da sind wir dann safer. Passt. Hauen wir erstmal ab von dem. Assholes. Er läuft natürlich gleich hinterher. Oh, das war jetzt aber weiter Weg von dem. Ich habe ein bisschen Angst. Gut, er hat auch nur einen Revolver. Jetzt machen wir erstmal den Lakaien da weg, oder? Jawollo. Da haben wir unseren Boy mit seiner Shotty. Dann machen wir lieber einen Single-Target-Schuss. Hm. Sie aber dann mit ihrem. Schaut wie so Paintball aus, aber gut. Und immer feste drauf. Zack. Der ist schon mal weg. Nächste Lakai kommt. Da gibt es noch einen. Gut, der ist mir jetzt wieder kompletter Reno, egal. Der Ronnie O'Neill. Neil, however. Ich würde fast erst gegen den da drüben wegmachen. Wobei eigentlich glaube ich ist wurscht. Das ist noch relativ simpel jetzt hier. Jetzt hatten die auch eine Shot, ja, dann bleibe ich lieber auf Distanz zu dem. Jetzt können wir jetzt sonst einen Home Run auspacken bei dem. Nicht auf den jetzt vielleicht. Den hier meine ich. Mit dem Home Run. Geht's echt oder was? Reagan steps up to the plate.
Ah, genau da hier habt ihr jetzt gleich wieder das Blut gespritzt. Das ist holy fucker moly. Ach so, was habe ich meine Fähigkeit freigeschaltet und hab den auch mal einen auf den Dötz gegeben. Ah, oh, es gibt er boxt aber zurück. Ja, moinsen. Da machen wir unten einen Bossfight mit einem Huge Miller, der hat nur 84 HP. Ich weiß zwar nicht wieso. Sein kleineres Beweg. Ich brauche da besten eine Position auf den hier. Ja, den machen wir, einen Ronnie machen wir solo. Kann der irgendwas Sinnvolles machen? Weil ich treffe den halt nicht und dann bin ich dann auf dem offenen Feld. Ich würde sagen, machen wir Wache. Das war genau so, falls der da rüberkommt. Und mit ihr. Der hat vielleicht einen guten Winkel auf mich, aber hey. Wenn wir uns da noch dahinter verstecken. Ja, machen wir einfach. Ach, die Bus 3 ist jetzt KP. Müssen wir noch schauen. Aber. Er hat der Schotti unangenehm. Oder, ah, es war schon sein Moveset. Perfekt. Jetzt würde ich nämlich sagen, wir wollen ihn vielleicht in das Sichtfeld locken. Wenn wir jetzt darüber huschen. Oder daher huschen. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Ja, beide. Ah, es war dumm. Dummer Move. Dummer Move. Aber trotzdem gehittet. Ich wollte. Ja, doch, er läuft sogar rein. Ja, moin. Perfekt, Arena. Ja, gut, dann hat jetzt wohl bald sein letztes Stündlein geschlagen. Aber. Ach, dass er 7 Sichtfeld. Oder macht das hier was aus, ist die Frage. Wahrscheinlich schon, oder? 58% Treffer. Ja, ich boxe mir einfach aus dem Leben. Das ist ja eher Schläger. Gib ihm. Ah, oh, weil er. Oh boy. Gib ihm. Du hast eine krasse Waffe. Let's go. Ah, fast aus dem Live geschallert. Ah, das tut. Aua. Oh, da habe ich einen huge. Ha. Jetzt habe ich mich da umsonst so strategisch positioniert. Dann müssen wir wieder hier hin move'n. Amanet. Ja, einen normalen Shot halt auf ihn. Schmeckt. Sehr gut, haben wir ihn. Jetzt kommt er wieder rein. Er ist ein bisschen, er scheint geistig verwirrt zu sein. Von seinem Movement her. So, dann würde ich jetzt sagen, guten Nacht. Pam. Du nochmal, wir haben nur einiges an Schuss, nochmal volle Breitseite drauf. Der verblutet uns jetzt auch. Ist jetzt der Herzschlag gekommen bei dem Verbluten einfach, oder? Ja, da müssen wir uns natürlich auch strategisch positionieren. Das habe ich schon gelernt. Let's go. Bald gehört uns diese Hölle hier. Hölle, Höhle, was ist? Hölle, genau. Hölle, Hölle, Hölle. Der scheint komplett verwirrt zu sein, der Dude, wie er rumläuft. Aber der hat er dann dem schon ordentlich eingeschallert. Hinrichtung, führt ein brutales Hinrichtungs... Achso, das geht den Verblutenden. Ne, sparen wir uns, der ist eh schon kampfunfähig. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Missklick des Todes. Die zielt alle auf den Falschen. Ja, genau, gib ihm. Oh, der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber wir sind ja fast perfekt positioned. Kann ich da so rüberschießen, ist die Frage. Ja komm, der kann sich ja kurz ein bisschen. Oder soll man einen Hinrichtungsmove machen? Nee. Fast out. Jetzt läuft er wieder irgendwo hin. Ja, er ist komplett der Reno verwirrt, leider dem arme Mann. Ha, Stadtpläne, interesting. Guten Nacht! Jimmy! Achso, weil der noch blutet jetzt, oder wie? Der da. Dann richten wir es heute schon alle hin.
Ah, mit der Rasierklinge. Ich bin so anfällig auf Kehlenschlitzer. Ah, das mag ich. Ah. Da wird mir selbst gleich ein bisschen unwohl bei der Sache. Der lebt wahrscheinlich auch noch, oder? Den wir richten den höchstpersönlichen. Da legt der Chef selbst Hand an. Jetzt muss ich das wieder hier. Hast. Habe ich es jetzt nicht geschafft, oder? Dann richten wir euch zu zweit hin. Ah, oh, mit der Rasierklinge, die haben da richtig Bock drauf. Ja, moinsen. Was ist jetzt mit der Webcam los? Danke. Die haben da richtig Bock auf. Ulala! Ulala! Mit Packers 3800 Cash fast geborgen. Epische Schotti. Kratischen. Oh, moin! Krieg ist vorbei. Easy going. Verstanden. Die Musik? Nice Stein. Also wir haben sogar eine kleine Brauerei, falls ich benutzt alles andere nicht macht, verstehe. Fürs Erste müssen sie auch die Laufarbeit selbst erledigen, aber irgendwann werden sie einen Unterboss haben. Ja, ja, ist ja ganz klar. Ich kenne mich hier aus im Mafia-Business, also bitte. One last thing. To keep tabs on your empire. Open the empire over. Ah, da hat der Papa wieder die Arbeit erledigt. Eine Sache noch, öffnen Sie die Imperiumsübersicht, um sich einen Überblick über Ihr Imperium zu verschaffen. Ach, da oben ist die Imperiumsübersicht. Oh, wer ist die Nummer 1 in der Nachbarschaft? Das ist natürlich hochinteressant. Ich sehe, es gibt da ganz verschiedene Alkoholsorten quasi. Es gibt Plörre und dann wahrscheinlich so weiteres Gelöte. Das kann man immer aufbessern und den Bedürfnissen anpassen. Logisch. Da haben wir jetzt 48 gelagert. Das ist schon Eisenstein eigentlich. Get a better look at what you need to do by opening the mission screen. Oh, wir haben einen Auftrag an Land gezogen. Ja, dann. Ja, damit. Wenn es in Chicago etwas im Überfluss gibt, dann Läden. Jeder dahergelaufene Gangster will seine Spuren in der Stadt hinterlassen. Ah ja, das wissen wir schon. Halten Sie 5 Geschäfte. Verstanden. Schließen Sie die Auftragsmission. Okay. Nichts wie ran an den Speck. Der Typ ist aber lässig, muss ich sagen. Mit seiner Brille und seiner Frisur und so und seinem Outfit. Nicer Typ. Ist das Tutorial jetzt eventuell sogar abgeschlossen? It seems so. Ja gut, ich würde sagen, wir sind gerüstet. Aber wenn wir schon mal hier im Unterschlupf sind, wir haben aktuell 18.000 Cash. Ihr seid massiv, Boys. Ich will gleich mal die Sicherheit verbessern. Weil ich glaube, Sicherheit ist schon wichtig. Produktion, ja. Alkoholqualität verbessern auch gleich mal, oder? Der haben wir Alkohol nur verbessern und Produktion auch gleich verbessern. Komm, jetzt kuppeln wir richtig an die Production. Unser Schneeballsystem wird ins Rollen gebracht. Passt. Beschleunigen müssen wir da nichts. Hier nehmen wir natürlich wieder alle drei mit. Nur was wissen, wo es hier rausgeht aus dem Laden. Das ist eine Tür, das ist ein Fenster. Ja, moin. Ich finde womöglich aus meinem Unterschlupf nicht heraus.
die Musik! Wie gut! Verlassen. Wie gut ist die Musik? Wie gut ist die Musik? Sag das mal. Da sind wir wieder auf den Straßen Chicagos. Das Wetter ist schlecht wie je denn je. So, wir sind also lila Regens Colts. Schauen wir mal. Da haben wir gleich ein Geschäft am Eck. Das können wir doch noch in unser Ding mit ein. Oh, verfügbares Geschäftsgebäude. Leerstehend. Nix leerstehend. Wir brauchen Action. Gauner. Holen wir uns. Die Straße einfach runter. Hat die Stimmung. Ich finde die Lichtreflexionen und so dem Wasser auf den Fliesen, also auf den Straßen hier richtig schön gemacht. Und den Autos und so ist einfach genau mein Setting und Feeling, Boys. Da gehen wir rein. Bestätigen. Let's go! Neues Gebäude für uns. Oh, Gegner. Oh, es ist Autofabrik, Werkstatt, Gedöns. So. Da geht es sogar noch hoch, oder wie? Ne. Da sind Gegner. Was haben die dafür? Der hat einen Hammer in der Hand. Ja, moin. Alter, die haben alle übelst Bock auf Hammern. I see. Wir sollten vielleicht einfach den isolieren schon mal. Schon einmal. Diese da, nix gut. Aber da haben wir noch keinen Winkel drauf. Wir kriegen das hin. Wir holen uns erstmal geile Positionen, um gegen die zu fighten. Und zwar hier ist man jetzt schon mal... Ich muss mich auch noch ein bisschen so in das Spiel eingerufen, was jetzt eine gute Kampfposition ist und was nicht. Aber kriegen wir natürlich hin. Munition haben wir schon aufgeladen. Ja, dann würde ich sagen, gibt es direkt auf den Död. So, Sie sichern bitte hier ab hier. Ach, er war das. Oh boy. Mit dem wollte ich eigentlich in Close ran. Ich würde sagen, das machen wir auch. Jetzt habe ich sie schon. Ach, ich bin so verwirrt. Alt und verwirrt. So ist er doch irgendwie. Naja. Da hat es wieder ordentlich gekriegt. Oh, die gehen alle übelst auf ihn. Mit dem Hammer. Alter! Die haben richtig Bock mit dem Hammer. Alter, ist aber schlecht gemoved von mir. Ihr bleibt einfach seiner Deckung, dieser Frechdachs. Dann würde ich aber sagen, gibt's fast einen Heimrenner. Oh, beinahe, eigentlich muss ich ja hier hin. Weil da sind ja mehr Gegner. Achso, der braucht zwei Moves, die fix. Dann gibt's ja da noch eine saftige, knaftige Shoddy. Oh! Zu überhastet, was ich da mache. So. Er ist eigentlich mit der Faust sehr gut, oder? Aber da so einen saftig knaftigen Schottel-Ingwer-Schuss, ja. Hä? Was tun sie? Wieso dreht sich die jetzt? Ich hab doch... Oh, Mensch. In Deckung bitte gehen. Genau, dem jetzt richtig eine reinlöten. Let's go. An der Treffsicherheit arbeiten wir noch ein bisschen. Ich mach's gerade richtig schlecht, tut mir leid. Das ist wirklich grauenhaft, sich sowas reinzuziehen gerade. Kamera wieder on point. Ja, jetzt ist er aus seiner Deckung gegangen. Aber klar, in so einem engen Gebäude ist es mit der Kamera nicht so leicht. So, jetzt will ich... Der soll jetzt aus dem Leben geschallert werden. So blöd. Aber schmeckt. Aber wieso attackiere ich jetzt den da nicht mehr? Naja. Wir sind auch der übelste Schläger. ...56% Feuerstoß, ja, gib ihm jetzt. Ja, an die Wand genagelt, wie in seiner Nagelpistole. Spitzname, Maria Rodriguez erfüllt die Kriterien, hat den Spitznamen The Hook. The Hook.
Die ist jetzt weggenagelt. Oida. Den haben wir ja komplett Reno zerstört. Ach, der hat ja der Schotti. Guck mal. Schuss habe ich noch genügend. Ja, wir machen das. Das meine ich. Wieso denn? Es steht 100%. Muss ich mich die erst ausrichten oder wie das ist dann? Oh Gott. Hä? Also ich glaube, der kann ja gar nichts, der Typ. Der macht ja keinen Schaden oder sonstiges. So. Wir haben jetzt noch, wir haben sogar noch zwei Gegner. Haben wir denn noch einen Gegner? Anscheinend irgendwo, wo der sich immer hindrehen will, oder? Achso, ja, hier sind die zwei Gegner. Nevermind. Nevermind. Wir gehen aber darüber. Damit wir dann auf dem einen besseren Winkel bekommen. Ich stelle mich aber auch schon sehr schlecht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, das war zwar vorher noch aktiv, glaube ich, oder? Ja, Alter, der teilt dann richtig aus. Ich bin jetzt so der krasse Schlägertyp, das ist abnormal. Hä? Ja, nicht verwühlt. Nenne, der ist in unserem Viertel, den Übernehmer, den Laden. Was braucht man? Speakeasy, Bordell oder Casino? Auf was haben wir Bock? Ja, Brauerei gleich mal. So richtig krasse Brauerei jetzt hochziehen, oder? Ja, let's go. 100 Bräu wird das. Let's go. Gleich ins Menü. So, 100 Bräu. Definitiv Sicherheit. Ablenkung braucht man nicht. Produktion verbessern, definitiv. Alkoholqualität verbessern, auf jeden Fall. Uns Lager vergrößern. Erstmal noch nicht. Jetzt schauen wir erstmal, ob unser Humberbräu überhaupt gut ankommt. Und dann schauen wir weiter. Sehr schön. Läuft. Wöchentliche Produktion 8 Fässer. Produktion Imperium Bonus. Zack, Plöre. Wird produziert aktuell. Wird schon verbessert. Let's go, der Hase. Und in diesem Sinne Sicherheit. Also nein, ich will nicht beschleunigen. Wir sind erstmal glücklich. Und würde ich sagen, haben wir ja wieder Ort. Gut, das schaut jetzt nicht so schön aus, die Brauerei, aber es ist ja auch normal hier. Saftig, knaftig, Bierfässer. So ein Fass ist genau die Menge, die man so pro Tag trinken sollte, empfehle ich als Gesundheitsexperte. Jeden Tag circa so ein Fass trinken von guten Humberbräu, dann bleiben sie fit. Dazu noch jeden Tag ein Apfel. Beste Mischung, die es gibt. Meine Empfehlung. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.